hoffe, wir kriegen das Ding hier noch raus. Ja, servus, nach 2 Jahren endlich mal wieder ein Treffen. Viele neue Leute dabei, New Defender. Hier im Mammutpark, beim besten Wetter, bisschen Regen. Aber wir wollen ja auch ein bisschen Schlamm und Spaß haben, ne? Also in der Regel fahre ich schon Automatik, weil er das gut macht. Je schwerer das Gelände wird, umso manueller fahre ich. Ab ins Gelände! Diese Autos sind so gut im Gelände, dass die gerade teilweise mit Straßenreifen dann alten Defender einfach stehen lassen, ne? Die jetzt auch quasi wieder so noch nie Offroad gefahren sind, kommen mit dem neuen Defender und wollen jetzt einfach mal gucken, wie das so funktioniert. Daraus ist diese Firma entstanden, Discovery Parts und jetzt Expedition Parts, um den Leuten einfach zu zeigen, wie man halt mit diesen modernen Autos fährt und die ausstattet und so weiter, ne? Ganz schöner Weg hier, den du halt in vielen Waldregionen im Osten hast. Mit Verschränkungspassagen, recht trocken, und da hinten da die Kurve, die ist schon ein bisschen haarig, weil du halt in der Kurve Schlamm hast. Mal gucken wir mal, wie es gleich funktioniert. War für mich überhaupt das erste Mal mit dem Geländewagen im Gelände zu fahren. Wir haben angehalten auf der Strecke an verschiedenen Punkten für den nächsten Abschnitt, die Einstellungen besprochen und so weiter, die Möglichkeiten erklärt, also richtig toll. Wenn du so Reise-Offroader bist und sagst, ich will jetzt von A nach B fahren und muss ja nicht ins schwere Gelände, weil mir das Spaß macht, sondern das schwere Gelände ist einfach manchmal da, dann nehme ich einfach einen Satz Schneeketten mit, ne? Und dann hast du halt richtig Grip und dann ist es auch sicher. Das Terrain-Response-System, ne? Also du hast hier super viel Auswahlmöglichkeiten, so. Zum Beispiel auch hier konfigurierbar. Die Differentialsperre soll immer zu sein. Wie soll das Lenkrad reagieren? Die Federung, also das muss man ausprobieren. So einfach Auto fahren und ins Gelände, das sollte man auch wirklich stundenlang üben, dass es dann sitzt, wenn du irgendwo im Busch stehst und das wirklich brauchst. Den Peter, den kenne ich auch seit 2011. Einige dieser Bauteile, die hier zu sehen sind am Auto, die habe ich auch von ihm bekommen. Rundes Paket, was er da anbietet. Das, was gut ist, wo er davon überzeugt ist, das bietet er bei sich an. Als es jetzt darum ging, dass wir gerne eine Seilwinde hätten, haben mit Peter Kontakt aufgenommen und haben von ihm eine Einladung hierher bekommen. Brett und super, was Teile anbelangt. Nächster großer Punkt waren die Reifen. Dazu konnte er uns auch einiges sagen. Bei so Steilhängen halt möglichst wenig bremsen, das Auto rollen lassen in der Untersetzung, dass die Räder sich bewegen. Ne? Wenn du bremst und die blockieren, dann kannst du nicht mehr in die Richtung, wo das Auto hin will. Manchmal hilft sogar ein bisschen Gas geben, dass das Auto halt wieder Traktion bekommt. Sehr angenehme Atmosphäre hier. Diese Gemeinschaft, die es hier gibt, ist doch eine super Sache. Ja, man kann ganz viel erfahren über die Technik, über das Auto. Das ist wirklich eine total nette Truppe hier. Und dazu der nette Park. Wir machen ja öfter so Events, 2-, 3-, 4-mal im Jahr, um den Leuten das halt einfach näher zu bringen, ne? Die Erfahrung rüberzubringen, dass du ein Gefühl für das Auto bekommst und es kommt halt super gut an. Ja, es war ein geiles Wochenende. Also wir hatten viel Spaß. Ihr seht ja, es ist ein bisschen schmutzig geworden, ne? Obwohl wir es gar nicht so übertrieben haben. Aber wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. Man, ihr kennt ja unsere Seite. Ich bin für euch da, der Peter. Ciao, servus. Sobald du den Motor ausmachst, hast du ja keinen Strom mehr auf den Steckdosen. Also haben wir jetzt auch hier einen Halter gebaut und dann kann man da eine zweite Batterie reinbauen. Hier hinten haben wir das Steuerteil verbaut. Wir bieten eine Winde mit speziellem Halter, mit Einbau und allem so um die 3000 an. Airline-Schienen, das ist ja ganz easy, ne? Wir haben die vorkonfektioniert, sodass die wirklich an die Schraubpunkte vom Auto passen. Mhm.